3, 2, 1. Hey, oh. So? Ja, ja. Okay, warte mal. Okay. 3, 2, 1. Hey, oh. Wir sind Screencheck TV und ja, ihr seht jetzt Jonisch. Ja, Jonisch. Ja. Hauptbahnhof. Das heißt, wir werden heute mit dem Zug fahren, weil wir noch ein bisschen was mit den anderen. Ui, es wackelt ganz schön. Weil wir noch ein bisschen was mit den anderen unternehmen wollen nach Gamescom und deswegen wäre Autofahren jetzt nicht mehr ganz so geil. Ja, bei mir ist heute Daniel, wie versprochen, den sich alle ja auch schon so freuen. Ich vlogge nur, Papa, ist kein Ding. Ja, heute Video Day. Ich habe natürlich in meiner Blödheit verplant, dass die Gamescom heute schon um 9 Uhr aufmacht, weil wir das eigentlich auf 10 Uhr wieder geplant hatten und wollten noch vorher frühstücken gehen und was weiß ich nicht alles. Und dann ist mir so mal eben über Nacht eingefallen, dass die ja früher zumachen, dementsprechend früher aufmacht. Was jetzt ein bisschen doof ist, weil es ist halt unter anderem auch Video Day, wo 3000 Menschen mal eben dafür hier hinkommen. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Menschen da sein und ich habe keine Lust, dass das so wie letztes Jahr läuft, dass dann auf einmal die Pforten zugemacht werden und mein Geld dann vor allen Dingen für den Arsch war. Ja, keine Ahnung, wir wollen vorher noch ein bisschen was anzocken. Landwirtschaftssimulator wollen wir endlich mal sehen. Rocksmith wollen wir noch suchen und wir werden natürlich unsere Short Passages einlösen für Dishonored. Bin ich schon sehr drauf gespannt, das wird sehr, sehr geil. Gucken, ob Daniel in der Zeit dann vloggt. Müssen wir mal gucken, wie er Bock hat. Und wir sprechen von später. So, wir sind jetzt hier Duisburger Hauptbahnhof, wie man so unschwer erkennen kann. Ne? So. Das Lustige ist, ich habe vorhin noch zu Daniel so gesagt, ey Daniel, das wäre voll lustig, wenn mich jetzt schon jemand findet. Und dann haben wir sie beide gefunden, beziehungsweise sie haben mich gefunden. Gestern noch meine Videos geguckt. Hammerhart. Also wenn das weiter so positiv verläuft heute, dann heilige Scheiße, ich hoffe mein Edding bleibt dann noch okay. Gucken, wie viele Autogramme Daniel heute vergeben kann. Ja, unser Zug hat 5 Minuten Verspätung, wer hätte das gedacht? War ja natürlich klar. Ich habe ja, wie gesagt, vercheckt, dass wir früher aufstehen hätten sollen, aber egal. Ich habe gerade schon mit Smokey telefoniert, wir werden uns dann gleich schon am Südeingang treffen. Hm. Mal gucken. So, wir sind jetzt in Halle 6, glaube ich, ne? Weil wir noch Bändchen holen mussten. Ich habe ja meinen schon, aber wir haben jetzt hier noch Zustoß von Finn gekriegt. Und er brauchte halt auch noch an Dingen. So, wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, Short Passages für Dishonored gekriegt, die wir uns jetzt mal gönnen werden. Und deswegen werden wir uns jetzt mal zu Dishonored bewegen und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir waren gerade Dishonored am Spielen. Ich muss erstmal mich filmen. Wir haben gerade Dishonored angespielt auf der Xbox 360. Bin ich ja eigentlich nicht so, ne? Weil so Xbox ist nicht so meins. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Aber die Short Passages sind schon geil gewesen, aber wir mussten trotzdem noch relativ lange in Anführungszeichen warten. Ich meine, wir dürfen uns eh nicht beschweren, wie gesagt. Es ist geil. Also es ist wirklich geil. Also wenn man eingefleischte PlayStation 3 Spielerin ist, muss man sich erstmal an die scheiß Controls gewöhnen. Aber ist okay gewesen. Also du kannst auch im Prinzip fast... War das eine begrenzte Demo? Ja, ne? Es war eine begrenzte Demo, aber du brauchst ewig und 3 Tage, bis du das gespielt hättest, also bis du es durchgespielt hättest. Deswegen. Es ist ein sehr geiles Spiel. Also wenn ich eine Xbox 360 hätte, dann würde ich ihn mir wahrscheinlich, also würde ich mir wahrscheinlich holen. Ich musste leider jetzt mittendrin aufhören. Ich hätte gerne noch ein bisschen was länger gespielt, aber ich musste jetzt mittendrin aufhören, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir sind um 11 hier. Deswegen. Wo ist mein Kampi? Wo ist mein Kampi? Wo ist mein Kampi? Der jammert den ganzen Tag schon rum. Das ist unfassbar. Naja, jetzt sind wir wieder hier und dann geht's bald. Wir haben jetzt 11:15, glaube ich, oder wurde gesagt? 11:15 wurde, glaube ich, gesagt. Haben wir jetzt, ne?
Ja, dann geht's gleich zum Video Day. So, wir sind jetzt finally auf dem Weg zum Video Day. Die haben ein cooles Postfilm, by the way. Warte, ich muss eben ein bisschen. Guck mal. Die sind auch die ganze Zeit. Keine Ahnung, was sie sind. Asians. Typisch. So. So, die andere Seite, Smokey Vlog rechts, ich Vlog links. Wir machen eine Cross-Vlogging hier. Hallo? Da haben wir auch endlich mal einen Cross-Vlog. Ja, jetzt mal einen Cross-Vlog von den Towns. Klasse! Kuschelkatze. Ich hab auch Kuschelkatze. Wo gehen wir hin? Mit links kann ich nicht so gut halten. Ja, ich bin mal gespannt. Da ist die Gamescom TV-Crew mal wieder, die uns immer noch nicht angesprochen hat hier. 4000 Menschen erwarten uns jetzt, also so indirekt. Wollen ja nicht größenwahnsinnig. Ich bin mal gespannt, da wird wahrscheinlich die Bude schon voll sein wie sonst was. Und da werden sie alle davor campen und keiner kommt mehr durch und bla. Und Love Parade, freuen wir uns ja alle drüber. Ich bin mal gespannt. Ich muss mal gucken, wie lange wir bleiben. Wenn mir das zu langweilig wird und ich alle abgegrast habe. Zum Let's Player-Treffen. Oh ja, dann gehen wir noch zum Let's Player-Treffen wahrscheinlich. Vielleicht, kann ich noch nicht verraten. Ich wollte auf jeden Fall noch Chan eben kurz wenigstens das Händchen schütteln. Da werdet ihr dann wahrscheinlich sehen. Und lieb Danke sagen. So, dass er so halb im Namen für alle so das Empfang nehmen kann. Was laber ich hier für eine Scheiße eigentlich? Wollte ich noch sagen. Ja, vielleicht ist der Tanda, Tan Schäfer, dem wollte ich auch mal eben kurz Hallo sagen. Ob er sich noch an mich erinnert, wie auch immer. Oh! Also, wir sind jetzt eine Viertelstunde oder so früh da, ne? Und ich zeig euch mal kurz, was hier schon alles los ist. Soll ich ihn stecken? Da sieht vor allen Dingen jeder jetzt mal einen Schweißfleck, das ist toll. Alter, und hier um die Ecke, werdet ihr gleich sehen, hier um die Ecke geht es noch ein bisschen rein. Das heißt, Smokey, wärst du mal so nett, du hebst mal kurz drüber. Und die alle rein. Hier, hier ist ein Absperrungsband, ihr seht es, da Absperrband. Wir gehen jetzt hier, voll cool. Wir werden eine halbe Stunde bestimmt brauchen, um reinzukommen, mindestens. Und weh, da geht nicht die Party ab. Ich muss hier mit. Ich muss da durch. Tatsache! Du Arschloch! Smokey darf jetzt da hinten rechts. Wir könnten ja hinten rechts ist ein fucking Presseeingang. Ich hasse dich jetzt schon. Hier los, wir boxen uns durch. Wir boxen dich hier rein. Wir boxen sie den Manager und, ja, so und Security. Wir sagen hier einfach, geh mal Platz hier, Let's Play. Oh, hier so Alter, hier so Alter, Jalla. Jalla, Jalla. Nein, wir wollen uns jetzt hier. Benehmen uns mal. Also okay, die Wärme steigt. Es ist draußen schon angenehm warm. Angenehm und hier geht es langsam auch Richtung angenehm warm. Weh, die Saale ist nicht klimatisiert und es rastig aus. Das wird keiner sehen. Ja. Also ich kann euch das gerne nochmal zeigen. Es ist brechend voll, weil alle ein bisschen früher da sind. Auf geht's. So gut wie geschafft. So. Wir leiten alle mit. Ich bin mit dem VIP so. Einmal hier Ticket. Cool. Alles klar? So. Daniel ist jetzt wo? Keine Ahnung, schon verloren. Was ist denn hier los? Achso, Alexi Wexi hier. Sorry, kein Ding. Kriegen die alle hier eigentlich eine Leinwand? Was ist das denn? Das ist ja verschärft. Ach, wir müssen ja eigentlich noch auf Smokey. Wie kommt denn Smokey jetzt hier so? Geht er jetzt unten rum oder was oder wo? Ja. Und jetzt kannst
du dich hier anstellen und überall kannst du dann Fotos machen oder was. Das ist ja klasse. Das ist ja voll extraordinär. Ha! Haben Sven gefunden. Ja. Na? Grüß dich. Wo ist denn das? Hälfte der Truppe zusammen. Um euch das mal zu zeigen hier. Große Showbühne anscheinend. Oh, wow, wow, wow. Keine Ahnung, was da passiert. Und hier hat anscheinend jeder so seinen kleinen Stand. Wo der dann, da sind Kameras, da. Da müssen wir uns vorkämpfen. Da geht der Livestream ab. Damit ihr uns alle seht. So, da haben wir da hinten Mediakraft. Hier stehen sie überall an für, wer ist das da hinten? Ich sehe den nicht. Sollen wir mal ein bisschen rumlaufen? Wen stehen die an? Das ist Kadi! Gehen wir mal Kadi gucken, die hat tolle Haare. Naja, ist zumindest einfacher, glaube ich, für die Leute. Aber man sieht schon, wie viele wer wo Autogramme gibt. Weil einfach nur voll viele Kadi knutschen wollen und umarmen und keine Ahnung. Da vorne. Ja, ja, sag ich doch, Kadi. Hier noch alles so rumtanzt. Ihr müsst ja dann irgendwo auch Apple War sein, richtig? Also Chan hat heute Morgen noch gesagt, dass er krank ist und Panda jetzt im Sterben liegt, hier sein Meerschweinchen und alles. Ja. Ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er nicht kommen würde, ganz ehrlich. Was ist hier? Menschen, Menschen? TV, Bullshit TV. Ach so. Das ist aber wenig los. Was ist denn hier los? Das heißt, hier ist ja... Ape Crime, mal wieder. Wir haben heute Morgen gesehen. Man sieht so draußen viel. Da sieht man so eine Frisur. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Waititi, oh, die haben auch schon eine lange Schlange, dass Waititi ihr eigenes Wohnzimmer mehr oder weniger haben. Auch nicht schlecht. Mit schönen